Wo verschwimmt die Grenze zwischen Mythos und Wirklichkeit? Uralte hinduistische Texte berichten, dass die Gottheit Krishna einst die Stadt Dwarka regierte. Nach Krishnas Tod soll jene prächtige Stadt aber vom Ozean verschlungen worden sein und ein bahnbrechender Jahrhundertfund vor der indischen Küste zeigt, dass den Legenden des Altertums manchmal mehr Wahrheit innewohnt, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Aber wie kamen die Forscher der versunkenen Welt auf die Spur? Wie sehr deckt sich die Beschaffenheit der Stadt mit den religiösen Überlieferungen? Und vor allem, wenn die Sagen über Dwarka wahr sind, sind es die über die anderen übernatürlichen Stätten und Ereignisse dann auch? Selbst in der Riege der sieben heiligen Städte des Hinduismus bekleidet Dwarka eine absolute Ausnahmestellung. Wie wir im Mahabharata, dem bekanntesten indischen Epos, erfahren, war die Stätte nicht weniger als die prachtvolle Hauptstadt des Königreiches, das Krishna während seiner irdischen Herrschaft gründete. Innerhalb des hinduistischen Glaubens gilt Krishna wiederum als eine Form des Göttlichen, als der achte Avatara von Vishnu und die Inkarnation des Höchsten. Gemäß der religiösen Lehre kehrte Krishna jedoch im Jahre 3102 vor Christus in den Himmel zurück und im selben Atemzug ereilte auch die Stadt Dwarka ein bemerkenswertes Schicksal. Sie soll kurz nach Krishnas Ableben in den tosenden Wassermassen des Meeres versunken sein. Nun ist die tatsächliche Existenz Krishnas aus rein wissenschaftlicher Sicht aber zumindest ungewiss. Trotzdessen legen einige historische Indizien aber den Schluss nahe, dass es tatsächlich einen Stammesführer gab, welcher der literarischen Figur Krishna als Vorbild gedient haben könnte. Und dass die Stadt Dwarka existiert, ist ohnehin seit Jahrhunderten bekannt. Nun ja. Das gilt jedenfalls für den oberirdischen Teil. An der Westspitze der Halbinsel Kathiawa, direkt am Arabischen Meer gelegen, zählt die beschauliche Stadt knapp 40.000 Einwohner sowie unzählige gläubige Hindus, die jedes Jahr aufs Neue zum altehrwürdigen Dwarkadisch-Tempel pilgern. Wenn es jedoch um die versunkene Stadt Dwarka geht, stellte sich die Sache lange Zeit nicht so ganz eindeutig dar, denn sie verkörperte über Generationen hinweg lediglich einen uralten Mythos, dessen Wahrheitsgehalt niemand abschätzen konnte. Als massive Befestigungsstadt errichtet, erstreckte sich das steinerne Herz des Königreiches über eine Länge von knapp 85 Kilometern. Und folgt man den Informationen aus den religiösen Berichten, so soll Krishna mehr als 100 Jahre in Dwarka residiert haben. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wollten die Archäologen die Frage nach der historischen Authentizität Dwarkas dann ein für alle Mal beantworten. Auf die Ausgrabungen der 60er Jahre folgte 1979 die erste brandheiße Spur. Experten der Archaeological Survey of India bargen eine Reihe von Töpferwaren, die aus dem 2. Jahrtausend vor Christus stammten. Und zwei Jahre später folgte auch schon der nächste Paukenschlag. Knapp einen Kilometer vor der Küste des westindischen Bundesstaates Gujarat, in einer Tiefe von rund 12 Metern spürten die Forscher die Ruinen einer stark befestigten Großstadt auf, welche das Weltbild der konservativen Historiker ins Wanken brachte. Die Grenze zwischen Mythos und Wirklichkeit schwindet. Im Detail handelte es sich dabei um eine Entdeckung, die dem etwas alternativeren Forschungslager gehörig in die Karten spielte. Im Vorfeld war die tatsächliche Existenz des im Mahabharata überlieferten Reiches von den alteingesessenen Geschichtsforschern nämlich immer wieder massiv angezweifelt worden. Im Rahmen der näheren Untersuchungen verdichteten sich jedoch die Anzeichen dafür, dass wir es hier wirklich mit den legendären Überresten jener Städte zu tun haben, die sich vor Jahrtausenden entlang des Flusses Gomti erstreckte. Zu den atemberaubenden Unterwasserartefakten, die hier geborgen wurden, zählt beispielsweise die steinerne Darstellung eines dreiköpfigen Tieres. Und im Mahabharata erfahren wir, dass die Einwohner Dwarkas ein Siegel mit exakt jenem Motiv als Ausweis benutzten. Ferner erwähnt das berühmte Epos aber auch ein ehemaliges Archipel im Arabischen Meer. Und siehe da, die versunkenen Inseln konnten mittlerweile ebenfalls in die Wirklichkeit zurückgebracht werden. Für Dr. Rao vom indischen National Institute of Oceanography bestand seinerzeit jedenfalls kein Zweifel daran, dass sich die archäologischen Beweise eindeutig mit den Überlieferungen des Mahabharata decken. Vor diesem Hintergrund stellt sich allerdings noch eine weitere, nicht weniger packendere Frage, denn wenn die Beschreibung der versunkenen Stadt Dwarka authentisch ist, trifft dies dann auch auf die anderen Berichte über naturgewaltige Ereignisse und fabelhafte Objekte zu?
Tatsächlich erzählt das Epos nämlich auch von einem verheerenden Weltkrieg, der innerhalb der konservativen Forschung aber gemeinhin als maßlos übertriebene Fantasiegeschichte über eine altindische Clanfehde abgetan wird. Und dann wären da noch die Vimanas. In der indischen Mythologie handelt es sich dabei um Fahrzeuge, die die Götter und Helden nutzten, um sich durch den Himmel zu bewegen. Nun gibt es jedoch ein bestimmtes Lager, das die geschilderten Darstellungen wortwörtlich nimmt und in ihnen den Beweis für die Existenz einer altertümlichen Raumfahrttechnologie sieht. Selbstverständlich liegt es aber in der Natur der Sache, dass derartige Deutungen in der breiten Forschungsgemeinde nicht nur auf Gegenliebe stoßen und alles andere als unumstritten sind. Alles andere als unumstritten ist aber auch die Tatsache, dass das Mahabharata keineswegs die einzige Quelle ist, die uns bezüglich der Beschreibung, des Baus und der Historie des mythischen Dwarka zur Verfügung steht. Auch die Bhagavad Gita, das Skanda Purana und das Vishnu Purana kennen die Pracht, die Krishnas städtischem Stolz einst innewohnte. Andere alte Texte gehen wiederum genauer auf die Gründungsgeschichte Dwarkas ein. Als Krishna und seine Anhänger, die Yadavas, einem Angriff auf die Stadt Mathura ins Auge blickten, flüchteten sie zur Küste von Saurashtra. Hier beschließen sie, ihre neue Hauptstadt zu errichten, weshalb sie sich an Vishvakarman, den Gott der Baukunst, wenden. Leider ist hier aber die göttliche Lage etwas verzwickt. Vishvakarman erklärt, dass er die neue Stadt nur erschaffen könne, wenn ihm der Meeresgott Samudradev dafür zusätzliches Festland zur Verfügung stellt. Glücklicherweise weiß Krishna aber, wie man Samudradev gebührend schmeichelt, und ein Gebet später ist die Gruppe um 12 sogenannte Jod, Land und eine überwältigende goldene Stadt reicher. Was wissen wir über Dwarkas Untergang? Auf den städtischen Aufstieg folgt aber schließlich der Niedergang, und das in mehrerlei Hinsicht. 36 Jahre nach der Schlacht von Kurukshetra erschlagen sich die Yadavas während eines ungehemmten Trinkgelages gegenseitig. Und auch die Inkarnation des Höchsten ereilt ein denkbar unglückliches Schicksal. Krishna wird versehentlich vom Pfeil eines Jägers durchbohrt und erliegt seinen Verletzungen. Wie erwähnt, kehrt Krishna daraufhin in den Himmel zurück und das dunkle Zeitalter Kali Yuga bricht an. Und auch um Dwarka wurde es fortan dunkel, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Krishnas Tod forderte Samudradev sein Territorium augenscheinlich zurück, und die prächtige Hauptstadt verschwand urplötzlich in den Tiefen des Meeres. Im Mahabharata wird der Untergang dabei wie folgt beschrieben. Zitat: Das Meer, das gegen die Ufer donnerte, entledigte sich plötzlich der Bande, die ihm sonst von der Natur auferlegt waren. Hinein in die Stadt stürzte die See, floss durch die Straßen der herrlichen Stadt. Bald bedeckte sie alles, was sich in ihr befand. Zitat Ende. Dass die Katastrophe gleichermaßen brachial wie rasant eintrat, beweisen wiederum die nächsten Zeilen. Zitat: In wenigen Augenblicken war alles vorbei. Das Meer war nun wieder ruhig wie ein See. Kein Zeichen gab es mehr von der wunderbaren Stadt, die der Lieblingsort aller Pandavas gewesen war. Dwarka war nur noch ein Name, eine Erinnerung. Eine Erinnerung, die mittlerweile aber wieder ins Bewusstsein der modernen Forschung zurückgespült wurde. Und während Dwarka direkt an der Küste thronte, soll es auch eine Reihe von berühmten Städten im Hinterland gegeben haben, die ebenfalls von gewaltigen Flutkatastrophen heimgesucht wurden. Dazu gehören beispielsweise Hastinapur und Pataliputra. Führt das Schicksal von Dwarka zu einer viel größeren Wahrheit? Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob es sich bei den entsprechenden Katastrophen lediglich um einzelne regionale Ereignisse handelte oder ob ihnen letzten Endes nicht doch eine gemeinsame globale Ursache zugrunde lag. Dass die hinduistische Mythologie nicht die einzige ist, die von alles vernichtenden Flutkatastrophen erzählt, ist offensichtlich. Denken wir dazu beispielsweise nur einmal an die biblische Geschichte der Arche Noah oder an das urgewaltige Naturschauspiel, das das Inselreich Atlantis heimgesucht haben soll. Aber tatsächlich ist das längst noch nicht alles. Wer sich etwas mit den Mythen unserer Vorfahren beschäftigt, wird überrascht feststellen, dass diese allesamt ein und dieselbe Geschichte kannten. Die Geschichte einer verheerenden Flut, welche die Welt ins Chaos stürzte und höhere Wesen hervorbrachte. Diese kollektiven Überlieferungen werden umso erstaunlicher, wenn wir uns vor Augen halten, dass sie praktisch in allen Winkeln der Erde bekannt sind und dass sich die entsprechenden Kulturen offiziell niemals begegneten.
Vor diesem Hintergrund keimt in so manch einem alternativen Geist ein simpler und doch so tiefgreifender Gedanke auf. Könnte es nicht sein, dass es sich bei all den vermeintlich fiktiven Legenden in Wahrheit um reale Erinnerungen handelt? Was wissen wir wirklich über unsere eigene Vergangenheit und die Wurzeln der Zivilisation? Nun ja, die skeptische Forschungsseite, die mit der offiziellen Geschichtsschreibung nicht viel anfangen kann, hält es nicht nur für möglich, sondern für unbestreitbar, dass die Spuren der kollektiven Flutberichte zu einem gemeinsamen Ausgangspunkt zurückführen. Demzufolge existierte lange vor unserer Zeit eine fortschrittliche Hightech-Kultur, die vor tausenden von Jahren einem weltumspannenden Kataklysmus zum Opfer gefallen ist. Allerdings sei es einigen wenigen dann gelungen, der Apokalypse zu entgehen und ihr fortschrittliches Wissen anschließend in den Rest der Welt hinauszutragen. Aber wie sollen wir derart kontroverse Theorien bewerten? Kann es sein, dass sich diese heftig diskutierten Thesen letzten Endes doch mit der historischen Wahrheit decken? Naja, die Geschichte von Dvaka hat jedenfalls gezeigt, dass die Darstellungen und Beschreibungen aus epischen Berichten keineswegs immer übertrieben und vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Ganz im Gegenteil, die tatsächlichen archäologischen Beweise liefern uns völlig neue Einblicke in eine reale Welt, die so lange im Verborgenen lag. Und apropos verborgene Welten, drück jetzt gern auf den Like- und den Abo-Button und lass dir nie wieder ein spannendes Video von uns entgehen. Bis bald!